Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time von Shadowlorn. Yeah, beim letzten Mal haben wir uns ja schon mal ein bisschen hier im Feuertempel umgesehen und sind bei diesem sehr interessanten Lavasee angekommen, wo ich ja halt gesagt habe, ich weitermachen werde, ist klar. Und ja, mal gucken, wie ich jetzt hier weiter vorankomme hier. Also erstmal wird es natürlich echt super interessant hier, dass es hier diese Fettwirke sind. Allerdings sind wir auch nicht weiter, denn ja, hier ist dicht und andere Wege habe ich bisher nicht wirklich, wirklich zur Verfügung. Ist ja nicht wirklich Lava. Stimmt, da war ja was. Auch wenn ich hier. Das ist gemein. Nur ganz klein wenig zumindest. Na gut, super, da ist ja keine Tür. Geil, nicht, dass ich am Ende hier gar nicht weiterkomme. Ja. Aber da ist ja auch nochmal eine Tür. Versuch das mal dort. Was will sie das aus wie eine Tür? So, oder? Rüber und dann wieder hier hoch. War sogar recht knapp. Bin ich zumindest. So, dann ist man hier. So, darüber, ja, diese roten Klapperschädel. Voll gemein, die Viecher, ey. Ohne Scheiß. Ich glaube, dass die Schaden nicht bekommen hätte, wenn ich ihre Rüstung anhätte. Obwohl, wenn ich ihre Rüstung anhätte, dann würde ich direkt mitgeht werden. Dann infiziert. Blaubiert. Ist ja einfach nur tot. Total tot. So, und... Ah, da war ich wieder zurückgegangen. Gut zu wissen. Und ein... mal sehen. Na, ich hab's dazu zu sagen. Hey, sieht das denn nicht aus wie ein Symbol am Zeitfotzer? Ah, muss ich ja nicht in der Zeit spielen. Das ist kein Po. Nee. Moment mal, das war mal so. Dann muss man mal gucken, ob man die 100 Zeit ging. Mal wieder. Ich kann mir das einfach nicht merken. Mal ohne Scheiß. 100 Zeit. Gut, okay. Soll ich hinbekommen. So. Irgendwie kommt das so vor, dass es gerade ein bisschen ruckelt. Gute Frage, warum. Und, jawohl, die ist, Mission. Okay, warum auch nicht? Hier ist auch ein Durchgang, also eine Tür und so, also, so geht's auch. Hätte ich vielleicht zuerst hier müssen? Oh, ich sehe schon. Plattforming etwas anderen Art, kann man fast sagen. Zum Glück kann ich die einfach mal schön abblocken. Ich könnte natürlich auch noch aktiv angreifen, aber das wäre vielleicht nicht so. Ah, ich sehe gerade sicher den Raubstein hinten, das komische Bierwand-Ding dort. Ist eine goldene Skivandula. Cool. Also warum ruckelt das denn immer so? Ey? Kranke Scheiße. Aber nun ist vorbei. Nee, nicht ganz. Doof. So, da vorne haben wir einen Raubschrein, liebe Leute. Da müssen wir aufpassen. Ein Raubschrein! Er muss Rüstung und Schäde! Zerstör ihn schnell, damit du deine Sachen wieder bekommst! So. Wichser, Freunde. Ich glaube, wir können ihn nicht blocken. Kann ich nur versuchen, schnellstmöglich drauf zu hauen. Okay, wer so macht, kann ich schon mal nicht Schaden zufügen. Ah, gut, aber der hat auch einen Zeittreffer auch mit Master Sword, von daher. Passt das schon. Und somit haben wir unseren ersten Raubstein gekillt. Und da gibt uns aber 50 Rubine. Cool. Ich frage mich aber gerade, warum das so ruckelt, oder? Scheiße. So, goldene Skulptur da. Haben wir nun unser 25. goldene Skulptur dazu geboten. Da wurden wir uns den Fanghaken holen. Nein. Fanghaken. So, aber da ist das Kultursymbol und kann ich hier durch? Wahrscheinlich. Da ist ja auch kein Durchgang. Also, weil es ist dieser Raum wirklich für die goldene Spielwand, oder? Okay, gut zu wissen. Aber ich möchte auch gerne wissen, warum auf einmal dass die Aufnahme so ruckelt. So langsam läuft, echt kacke. Aber kann man nichts machen, nicht wahr? Vielleicht läuft es jetzt ein bisschen besser. Nö, kein bisschen. Na gut, okay. Machen wir jetzt wieder die 100 Zeit. Damit der Stein wieder nach oben geht, denn wir brauchen ja einen Schlüssel. Den gab es ja dort anscheinend nicht. Oder ich hätte irgendwas verpasst. Naja, wie auch immer.
sind wir jetzt da oben, haben ein weiteres goldenes Skulptura, was da ganz gut ist in den Tempeln, weil wer weiß, wann wir wieder hinkommen eigentlich. Also wir gar nicht wissen, wie viele ich in den Tempel oder hin schon verpasst habe. Zumindest hört es zu dir, hört es ja auf zu ruckeln. Ah, ein weiterer Krone. Sehr schön. Vielleicht ist ja auch wieder ein Schlüssel. Na, hurra. Ja, meine Katze ist gerade mal wieder. Und die Katze, meine Schwester ist gerade hier in meinem Zimmer. Während ich auch mal die Qualen haben mein End. Ich bin frei. Danke. Lass mich dir ein Geheimnis anvertrauen. Wenn du, die du mit dem Relikt der Geruhen zerstören kannst, klinge nur wohl, wenn du mit dem Schwert dagegen schlägst. Okay. Relikt der Geruhen. Okay, sind das, weil diese komische Fratze, die vorhin gesehen haben? Ein bisschen, das ist tierisch, das ist, sinnvoll. Da würde es auch sinnvoll machen, dass ich Heavy Duty das Zeitspiel mit der Freiburg. Das war jede, gar nichts mehr. Ich habe die kleinen Schlüssel, ich habe sie rumbefreit, meine Katze schwimmt mir wieder auf meinen Schränken rum, ist doch alles wunderbar. Wir sind alle glücklich und zufrieden. Glaubst du das? Also, ich dachte, ein bisschen in der Meditation oder so. Ich denke, man macht es einfach in die Hügel der Zeit. Was machen wir? Ja, wir meinen da. So, geht doch. Meine Güte, wir haben alles voll falsch gemacht hier. Meine Fresse. Ich wusste nur ungefähr, wie es, ich wusste ungefähr noch, wie es ging, aber ich habe es immer voll falsch angewendet und so. Echt nicht lustig. So. Okay, das ist aber ein bisschen scheiße von dir, Cora. Ohne Scheiß. Spring sie mal einfach mal eben vom Schrank auf. Springst du mal eben vom Schrank auf meinen Schreibtisch, während ich aufnehmen bin. Das ist nicht cool. Ganz im Gegenteil sogar. So, Freundchen. Du jetzt wäre nichts hier, ne? So jetzt mal nicht. So, aber erstmal wieder hier hoch. Und nun die Tür da öffnen, damit wir hier weiter können. Wir haben einen anderen Tür mit Schloss. Mit Schloss habe ich jetzt nicht gesehen oder so. Okay. Was soll? Ja, der befindet sich gerade irgendwie, oder? Was zum Henker ist denn das? Ich denke mal, wenn ich da reingehe, tut das verdammt weh. Puh. Ich werde mir mal umgucken, vielleicht sind wir wieder irgendwo geworden zum Tula. Nein. Wenn er ja so. Hey, das ist da oben die Erde. Also zumindest ist da oben irgendwas. Eigentlich auch keine Skulptula. Nein. Definitiv keine goldene zumindest. Okay, wie komme ich da jetzt hoch? Gute Frage, nächste Frage. Vielleicht muss ich ja irgendwie hier die Wand hochklettern. Ah ja, passt sogar. Cool. Aber wie komme ich denn. Aha. Interesting, interesting. Okay. Ist da auch eine weitere Plattform oder so? Ich hoffe mal. Oh. War ja. Der schmale Draht, ey. Naja, gut. Ich guck mir links. Opa, da. Ist ja egal. Ach, jeder wollte es nicht pennen. Meinetwegen. Wieder mal die Pen. Damit kann ich leben. So, okay. Da weiß ich mal, bis dieser Feuerstrahl weg ist und springe rüber. Nur was für. Well. Voilà. Okay, das hat mir was gebracht. Richtig. Hornets. Aber ich hatte vorhin ein paar Herzen gekriegt, die ich wieder nur noch gerne holen. Aber ich frag mich nicht, was soll ich denn hier machen? Ohne Witz. Verstehe ich nicht. Also irgendwas muss ich diesen Raum schon machen. Aber was? Ist die gute Frage. So. So und. Autsch. Na gut, jetzt brauche ich alle drei Herzen. Halt, Moment mal. Ich habe was gehört. Ich habe was gerade gehört. Aha. Oder war es ja draußen? Nee, wahrscheinlich da oben ist da etwas, ja, ne? Lass ich mal hier runter. Benutze hier den Tag. Guck mal nach oben.
Ich glaube, das Geräusch kommt von draußen. Was soll ich jetzt machen? Oh, Scheiß. Das ist wahrscheinlich einfach diesen Gerungel-Relikten. Dann brauche ich also wahrscheinlich also das Item. Also das ist ja im eigentlich der Hammer. Was war das? Feuerstrahl. Na gut, das war eigentlich wirklich logisch. Was muss ich jetzt an der Stelle machen? Vielleicht eigentlich mal hier mal gar nichts mehr in die Orte, wenn ich zurück. Okay, jetzt bin ich hier unten. Ich stehe hier unten in der Lava und ich habe nichts davon, außer jetzt Schaden. Toll. Bitte? Scheiße, ich stecke fest, oder was? Nein, nein, da nicht. Hallo, Karina, hallo, bescheuert. Hochhangeln. Na, ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Nein! Ach Gott. Link, was machst du denn? Das soll jetzt nicht wahr. Ach Mann. So, jetzt habe ich jetzt nicht verstanden und jetzt ziehe ich mich gleich wieder rüber. Scheiße. Was soll der Rotz? Wieso hole ich mir ständig die Bombe raus? So, Enterhaken. Sollte das nicht, Leute, das ziehe ich doch wirklich was anderes. Unwitz, das ist nicht mal lustig. Och. Das ist doch nicht mehr lustig. Oder Gemahl oder was weiß der Teufel was. So, ich drücke nach unten. Und ich drücke wieder nach unten. Geht doch! Warum denn nicht gleich so? Ach, verdammt, ey. Ganzes Herz noch für nieder nix und nix. Aber wie komme ich jetzt hier weiter? Das ist echt eine gute Frage. Also, unten war definitiv nix schwarz. Also, da komme ich auch nicht weiter. Was ist denn? Ganz gut, nee. Nein. Ich werde natürlich die Bombe gerne haben. Na gut, das macht auch. Das hat jetzt zum Beispiel gar keinen Sinn gemacht. Gebe ich zu. So, mal gucken. Nein. Ach, Mann. Das macht gar keinen Sinn. Irgendwas muss mit diesem Feuerstrahl. Vielleicht muss ich ja mit dem Feldblock da oben blockieren. Vielleicht kann ich ihn ja verschieben. Obwohl, wie soll ich verschieben, wenn ich da keine Plattform habe, wo ich rausstellen kann? Das ist eine gute Frage jedenfalls. Versuchen wir es einfach mal. Vielleicht habe ich da irgendwie die ganz kleine Stelle, wo ich mich draufstecken könnte. Na gut, ganz kleine Stelle. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Herab. Weil wir ein bisschen kann ich den irgendwie schieben könnte. Oh, ich kann ihn weggeschieben. Das Ding ist da gigantisch. Wir bewegen kaum vom Fleck, aber ich verschiebe ihn. Ach Gott, warum bin ich weg die Idee gekommen? Naja, was soll's. So. Und das bringt mir jetzt. Was? Aha! Einen Fahrstuhl! Coole Sache. Bevor ich dann. Einen Schlüssel brauche. Ja, Navi. Ja, wahrscheinlich. Mit diesem Typ brauchst du einen Schlüssel! Ja, du willst. Ja. Navi. Weiß ich selber. Okay, das war knapp. Da gebe ich zu. Jetzt brauche ich wieder einen Schlüssel. Die sind lustig, ey. Okay, jetzt wieder einen Schlüssel her. Ja, den ich an der Geruchwahl zum Beispiel. Na gut, weißt du zumindest mal, wie ich jetzt hier weiterkomme. Da brauche ich noch einen Schlüssel für. Wo kriege ich hier noch einen Schlüssel herbekommen? Das ist ja eigentlich nichts. Das ist ja nur eine Wand. Obwohl, da sagt er, ohne wenn ich gucken können, wird das Gerode nicht zerstört werden. Ja. Was ist das Gerode? Ach, das ist ja Dreck. Da fühlt mir eigentlich so Bomben gerade momentan einfach. Aber ich denke mal, das ist was anderes. Weil Bomben sind ja kein Relikt. Wahrscheinlich kriegt die mal noch, bevor ich sie hinterhaue. Warte mal kurz. Ja, definitiv. Gut, ich würde mal sagen, ich habe eine Bombe ab. Ab und zu ist es echt
So. Oh, okay, doch Bob. Alles klar, danke. Ja. So geht's auch. Ja, und da haben wir auch schon den nächsten Geronen. Jawohl, ja. Damit haben wir auch jetzt den dritten Geronen gerettet. Wenn ihr das schon zu sagen. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Lass mich dir als Dank dafür etwas erraten. Einige Schalter dieses Tempels lassen sich nur mit Gewalt aktivieren. Das Relikt der Geronen kann dir dabei hilflich sein. Meint er auch wieder mit Bomben? Ich denke mal eher nicht. So, dann öffnen wir noch eben diese Kiste, holen uns den nächsten kleinen Schlüssel und wir sagen im nächsten Part, liebe Leute, erforschen wir weiter hier den Feuertempel und gehen nach oben, da wo wir auch Drohnen aufgemacht haben. Ich wünsche einen schönen Tag, einen schönen Abend, schönen guten Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut!